Also jetzt ist mir noch eingefallen, die psychiatrische Tätigkeit ist heutzutage in Westeuropa sehr wichtig. Nur man muss danach trachten, dass genau der Personenkreis, der momentan psychiatriert wurde in den letzten Jahrzehnten, der verkehrte ist. Verstehst? Ein total kaputter oder chronisch kranker Mann, verstehst? Der schon mit rosarotem Damenfahrrad fährt und dankbar ist, dass er das Geld hat für 2 bis 6 Bier, verstehst? Den brauchst du nicht wirklich psychiatrieren, weil der ist mehr oder weniger halt geschwächt, verstehst? Aber der ist zahm. Den könntest du für nichts brauchen, weder für Militär noch für Terrorgruppe, verstehst? Der ist ungefährlich, verstehst? Der ist sehr fromm irgendwie, verstehst? Vom Herzen. Dass er sich über das überhaupt über sich ergehen lassen hat, verstehst? Aber diese nekrophilen Treiber, verstehst? Die direkt das Blut rausfordern, also diese Drachen, diese Blutigen, die müssen schon psychiatriert werden. Weil entweder sie sind straffällig oder sie sind nicht zurechnungsfähig, verstehst? Aber das muss einmal ein Gutachten erstellt werden. Ist dieser Mensch für das Treiben, für Anstiften von Kindermord oder für das Durchführen zurechenbar, verstehst? Hat er psychiatrische Versorgung notwendig oder hat er das Gefängnis notwendig, verstehst? Also das Strafgericht. Also der Personenkreis muss ein bisschen anders verlegt werden, verstehst? Was, also schon, Psychiater ist immer wichtig, in jeder Gesellschaft ist der Priester oder der Psychiater oder der Psychologe erforderlich, verstehst? Aber der Personenkreis muss dieser genommen werden, der wirklich für die Gesellschaft bedrohend ist, verstehst? Also nicht die Falschen, die geschwächten Damenfahrradfahrer, verstehst? Die eigenen Kinder verloren haben, die eigene Arbeit verloren haben, die total krank, chronisch krank im Sattel eines Damenfahrrads ganz friedlich dahin marschieren. Die sind nicht gefährlich, die brauchst du nicht psychiatrieren. Psychiatrieren musst du diese Fremdeinflüsse, diese fremdgetriggerten Personenkreise, die Milliarden verdienen, indem sie alte Kranke abschlachten und so weiter oder ausnützen, verstehst? Oder Kinder überhaupt nicht möglich machen, verstehst? Also der Personenkreis ist wichtig, das zu hinterfragen. Und Barack Hussein Obama hat uns die Ermächtigung gegeben, dass wir das Government, also das Statistische Zentralamt, heben, verstehst? Dass wir sagen, okay, das, wir setzen alle guten Informatiker, Psychiater an, verstehst? Und dann geht's hoch mit dem Palazzo.